ich bin so aufgeregt. Der große Tag ist gekommen. Oh, wow. Welche Überraschung hat Hermonin wohl vorbereitet? Denkst du, er hat vielleicht ein neues Haus für sich gebaut? Patti. Vielleicht. Was stellst du dir da vor, Lilly? Mal sehen. Was könnte ich mir vorstellen? Nichts. So geht das nicht. Mir fällt einfach nichts ein. Hier kommt der große Hermonin. Ah? Willkommen zum großen Spiel der Gans. Ups, tut mir leid, Leute. Ich lasse den Rauch gleich wieder verschwinden. Hermonin, stell das Ding aus. Was machen wir jetzt? Keine Sorge, Leute. Meine Magie wird es schon richten. Res, tris, tras. Der Rauch wird verschwinden. Hä? Was ist das? Das ist, das große Gänsespiel, bei dem wir die Figuren sein werden. Ist das so? Was für ein Spaß! Und wie spielt man es? Das ist ganz einfach. Jeder geht auf das Startfeld. Wir müssen nur würfeln und so weit wie möglich voranrücken. Wow, das ist einfach. Los geht's, ich fang an. Aber Missy Fu, es gibt interaktive Felder. 1, 2, 3, 4. Ha. Wow. Oh, was muss er denn jetzt machen? Jetzt musst du den magischen Würfel werfen. Und je nachdem, welche Zahl du würfelst, musst du eine Art Test machen. Missy Fu, Würfel. Oh, was für ein seltsames Spiel. Hermonin, was ist das? Beruhig dich, Missy Fu. Mach dir keine Sorgen. Miau. Ich bin dran. Lilly, du bist auf einem normalen Feld. Das ist okay. Ich bin sicher, dass ich beim nächsten Mal ein lustiges Feld bekomme. Du bist dran, Tati. Ich weiß nicht. Ich will nicht so ein Feld bekommen wie Missy Fu. Komm schon, Schwesterherz, du schaffst das. Zeig's ihnen, Tati. 6. Tati, du musst noch einmal würfeln, weil du eine 6 gewürfelt hast. Okay. Wir sehen uns später, Missy Fu. Herzlichen Glückwunsch. Du hast soeben eine Zugfahrt zu Feld 17 gewonnen. Dort kannst du ein Stück Kuchen und eine Tasse Tee genießen. Wow. Was? Gut gemacht, Schwesterherz. Super, Tati. La 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 la. Tschu, tschu, tschu. Missy Fu, jetzt bist du wieder dran. Spielst du denn nicht mit Hermonin? Nein, ich bin derjenige, der das Spiel leitet. Ich hoffe, ich bekomme ein gutes Feld. Eine 6. Ich habe eine 6 gewürfelt. Ich würfle. Ich muss noch einmal würfeln. 1. Und wo bleibt mein Zug mit Törtchen und Tee? Das bekommst du nur, wenn du 2 Sechsen hintereinander würfelst. Na toll. Jetzt bin ich dran.
Okay, Lilly. Von Brücke zu Brücke und ich werfe, weil die Strömung mit mir zieht. Also soll ich noch einmal würfeln? Mhm. Juppie! Noch eine 4. Ich bin dran. Huh? Ah. Wow, ich habe eine Gans. Dati, setz dich auf die Gans und sag den Satz Gans an Gans und würfle, denn ich bin dran. Gans an Gans und würfle, denn ich bin dran. Yippie, ich habe eine 5. Ah, noch eine Gans? Was für ein Glück. Was für ein Glück ich heute habe. Bitte nicht schon wieder. 6. Und ich würfle wieder, weil ich eine 6 bekommen habe. Das ist nicht fair. Sie wird gewinnen. Nein. 2. Wuhu, der kleine Bones ist schon da. Oh nein, der kleine Bones zerrt dich zurück zum Startplatz. Was? Ich will das nicht. Leute, wer eine 2 bekommt, gewinnt. Aber pass auf, wenn ihr eine 1 würfelt, ist dir was passiert. Nein. Oh nein, eine 3. Ich bin dran. Eine 6, nochmal würfeln. Oh nein, eine 4. Ich bin dran. Oh nein, kleiner Bones. Du musst mich nicht mitnehmen, Herr Bones. Ich weiß, wie es funktioniert. Oh, arme Tati. Juppi, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Hat euch das Spiel gefallen? Ja, lasst uns nochmal spielen. Hilfe, Hilfe, jemand muss mir helfen. Miau. Was war das? Miau, miau, miau. Arme Missy Fu, wovon träumt er wohl, dass er sich so sehr fürchtet? Ich weiß, ich werde in seinen Albtraum gehen, um ihm zu helfen. Tres, tris, tras. In Missy Fus Träumen wird Tati reisen. Hilfe! Missy Fu, beruhig dich. Es ist alles in Ordnung. Es ist zu hoch. Oh? Komm schon, Missy Fu, du schaffst das. Außerdem bin ich hier, um dir zu helfen. Gib mir deine Hand. Wie unheimlich. Hey. Du hattest recht, Tati. Es ist gar nicht so schwer. Vielen Dank, Tati. Das war großartig. Jetzt lass uns durch die Tür da gehen. Komm schon, Missy Fu, lass uns durch den Tunnel gehen. Nein, Tati, ich hab Angst. Komm schon, Missy Fu, zu zweit schaffen wir es auf die andere Seite des Tunnels. Tati! Entspann dich, Missy Fu, mach einfach, was ich mache. 1, 2, 3. Danke, Tati.
Was für einen seltsamen Traum du hast, Missifu. Was ist denn jetzt los mit dir? Das macht mir so viel Angst. Ich bitte dich, Missifu, was kann hier schon passieren? Es ist doch nur eine grüne Wiese. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Etwas Schreckliches lauert hier. Was ist denn hier jetzt los? Ich weiß es nicht, aber ich habe Angst. Keine Sorge, Missifu, was auch immer es ist, wir werden zu der Tür da drüben kommen. Ganz ruhig, Missifu. Gatti, und was jetzt? Ich hab's. Lass uns tanzen. Tanzen? Ja, tanzen. La 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 la. Wir haben es geschafft. Missifu, ich habe eine Frage. Wonach suchen wir denn? Ein Eis. Aber es ist nicht irgendein Eis. Es ist das beste Eis der Welt. Sieh mal, Missifu, wie einfach. Wir müssen einfach nur bis zum anderen Ende schwimmen. Aber Tati, hast du nicht die ganzen Haie gesehen, die durch das Wasser schwimmen? Schau, Missifu, es gibt für alles eine Lösung. Schaut mal, Leute, wir essen. Lauf schneller, Missifu. Leute, das Essen läuft uns davon. Nun, Missifu, genieß dein Eis. Du hast es ja auch verdient, Tati. Danke, Missifu, aber es gehört allein dir. Es ist Zeit für mich zu gehen. Danke, dass du mir geholfen hast, Tati. Miau, miau. Wie gut ich geschlafen habe. Miau. Wie komisch, dass Tati noch schläft. Tati, aufmachen! Lass mich in Ruhe, Missifu, ich bin erschöpft. Es ist ja nicht so, als wärst du die ganze Nacht wach gewesen. Oh, wie schön es ist. Sehr schön, super schön. Miau. 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 Yippie, es ist Frühstückszeit. Es fehlen nur noch ein paar Lichter und... ich weiß, ich werde ein Schild aufstellen. Aber wie soll ich es nennen? Tres, Tris, Ras. Oh, ich liebe es. Oh, ich liebe es, ich liebe es. Oh. Was für ein Haar. Mal sehen. Miau, 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 miau. Ich bin noch nicht überzeugt. Ich probiere etwas anderes aus. Ja, yeah. Yo. Das wohl auch nicht. Oh, wie hübsch ich bin. Miau. Auf zum Frühstück.
Tati, ich bin hungrig. Tati? Seltsam. Tati ist nicht da. Ich werde sie draußen suchen gehen. Jetzt das Mehl. Ei. Ups. Wie viel Spaß das Kochen macht. Und jetzt die Eier. Hui. Nun, alles gut. Jetzt werde ich ein wenig hiervon nehmen. Oh, und das auch. Und das hier. Oh, und das. Klar sieht das gut aus. Obwohl ich nicht weiß, was es ist, aber das ist egal. Und jetzt umrühren. So einfach ist das Kochen. Tatis Restaurant. Wie schön es hier doch ist. Sehr gut, denn ich bin super hungrig. Kellner. Mein erster Gast. Juhu. Ich komme schon. Guten Morgen, Herr Misifu. Was möchten Sie trinken? Ui, Tati, wie formell. Ich hätte gern 2 Schokoladenmuffins. Ich bringe sie gleich zu Ihnen, Herr Misifu. Sie werden sehen, wie gut sie sind. Lalalalalala. Was für ein Erfolg, was für ein Erfolg. Sie werden sie lieben, Herr Misifu. Oh! Wie gut die aussehen und wie schön. Ich hoffe, sie schmecken Ihnen. Das ist doch klar. Yum, 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 lecker. Geht. Wasser. Gluck. Ich weiß nicht, was könnte passiert sein. Ich werde sie probieren. Ja, geht. Die sind furchtbar. Ich glaube, du hast Salz statt Zucker reingetan. Das tut mir sehr leid. Die Sache ist die, dass Salz und Zucker die gleiche Farbe haben. Mach dir keine Sorgen, Misifu. Ich bringe dir welche, die ich aus Zitrone gemacht habe. Die sind bestimmt super köstlich. Nein, Sir. Ab in den Ofen. Und jetzt schalte ich ihn an. Und diese mit Zitrone für Misifu. Nimm, Misifu, du wirst sehen, wie erfrischend diese Zitronenmuffins sind. Was für ein Duft nach Zitrone. Scharf. Milch. Schnell Milch. Glu. Was ist denn jetzt passiert? Entschuldigung, Misifu, ich glaube, ich habe etwas Scharfes drauf getan. Tati, du sahst aus wie ein Drache und hast Chu-Chu gemacht. Mach dir keine Sorgen, Misifu. Jetzt bringe ich dir die, die ich im Ofen habe. Die werden lecker sein. Ist schon okay. Nein, alles gut. Ich bring sie dir. Hallo, Misifu. Hey, Leute. Wir sind hier, um Abend zu essen. Ach, die Armen. Tati braucht zu lange. Ich werde sie suchen. Tati, was ist denn los? Ich habe die Muffins verbrannt. Alle unsere Freunde sind da draußen und ich habe keine Muffins, die ich ihnen geben kann. Beruhige dich, Tati. Ich helfe dir. Gib mir deine Kochmütze. Danke, Misifu.
Lass uns kochen! Jetzt dekoriere ich sie und schaffe sie. Das sieht aber gut aus. Leute, Leute, wie lustig das aussieht. Was hättet ihr denn gerne? Für mich einen Schokomuffin mit Blaubeeren und Erdbeeren. Noch einen mit Walnüssen, Zitrone und Erdnusssoße. Aha, aha. Also ich möchte das mit den magischen Karotten. Sehr gut, ich bringe es euch sofort. Sie macht das wirklich gut. Sag mir die Bestellung, Tati. Einen Schokoladenmuffin mit Blaubeeren und Erdbeeren. Okay, hier, bitteschön. Noch einen mit Walnüssen, Zitrone und Erdnusssoße. Perfekt! Und einen mit den magischen Karotten. Eine gute Wahl. Der ist sicherlich für Mr. Munin. Mhm. Hier bringe ich euch eure Muffins, Leute. Der mit den magischen Karotten ist für dich. Yay! Der mit Walnüssen, Zitrone und Erdnussbutter für Herrn Oger. Sieht sehr gut aus. Und für meine kleine Schwester Lilly, den mit Schokolade, Blaubeeren und Erdbeeren. Danke, Tati. Ich liebe das. Hier, Tati, lass uns auch etwas zum Mittag essen. Oh, danke, Missy Poo. Du bist einfach mein bester Freund. Tati! Wie schön du bist. Wer ist die Hübscheste? Jetzt bist du bereit, schlafen zu gehen. Keine Sorge, Chickidin. Ich weiß, es ist Zeit für deine Nachtgeschichte. Es war einmal ein sehr netter kleiner Vogel, der auf dem Meer reiste. Piu, piu, piu. Hier spricht Moskito. Wie das? Das jährliche prähistorische Rennen hatte ich vergessen. Piu, piu, piu. Piu, piu. Danke, Chickidin. Du weißt aber, dass du nicht mitkommen kannst. Also reisen wir in der Zeit zurück zum Haus von Patty und Missy Fu, damit sie sich um dich kümmern können. Aha. No. Tati? Missy Fu? Aber Leute, was macht ihr denn so? Wir kommen aus dem magischen Ozean. Wir wollten unsere Meerjungfrauenfreunde besuchen. Und was machst du hier? Nun, ich bin hier, weil... Könntest du dich um Chickidin kümmern, während ich auf dem prähistorischen Rennen bin? Natürlich, Moskito. Du kannst unbesorgt gehen. Ha! Tati und ich werden gut auf ihn aufpassen. Danke, Leute. Also, Chickidin, ich komme dich bald abholen. Piep, 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 piep. Piep, 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 Ich werde dich auch vermissen, Chickidin. Keine Sorge, Moskito. Wir werden ihn ganz schön verwöhnen. Wird es doch gut gehen, oder? Ja, Moskito, er wird schon wieder. Oh, schon gut, du kannst es behalten. Mach's gut, Chickidin. Oh,
Sieh mal, Missy Fu, ich glaube, er mag dich. Oh, wie schön er ist. Er ist super kuschelig. Daddy, Hilfe! Hä? Jetzt bist du sauber, Missy Fu. Ja, viel besser. Ich werde Wasser holen gehen. Oh. Ah. Hier, Missy Fu, du kannst mein Essen essen. Danke, Tati. Piu, piu. Was ist denn mit ihm? Ich glaube, er vermisst Moskito. Hm. Lass uns in die Zeit reisen, in der Moskito lebt. Missy Fu, lauf! Er wird uns verschlingen. Gut, dass wir ihn aus den Augen verloren haben. Missy Fu, der Fels bewegt sich. Oder bilde ich mir das nur ein? Missy Fu, wo ist der kleine Vogel? Du hast ihn getragen, Tati. Oh nein, wir müssen zurückgehen. Moskito? Danke, dass ihr Chiquitin zu mir gebracht habt, Leute. Das sind meine Freunde T-Rex und der Spooky. Hallo, wer hat das Rennen gewonnen? Ich! Bravo!